hat es im Lied geheißen, ein herrlicher, schöner Sonnentag heute hier und ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen zu unserem Festgottesdienst am Pfarrsommerfest, am Fußballfinaltag hier im Stadion Living und begrüßen darum auch ganz herzlich alle vom Verein BSG, der Behinderten-Selbsthilfegruppe, die heute mit uns diese Pfarrmesse feiert in Danksagung für 35 Jahre Dienst am Behinderten. Der Auftrag zur Liebe, zur Nächstenliebe heute im Evangelium passt wunderbar auch zu unserem Kombinations- und Kooperationsfest mit 35 Jahren Behinderten-Selbsthilfegruppe Hartberg, wo es auch um diesen Dienst am Kranken, am Behinderten, Menschen, an der Solidarität und das Miteinander geht. Und so freuen wir uns ganz besonders, dass der Chef der Gruppe, der Leo Bührer, schon mittlerweile eingetroffen ist auf der Bühne. Wo ist er? Bitte, Leo, dürfen wir dich nach vorne bitten? Servus, Leo. So. Wir haben ihn gebeten heute für ein kleines Interview anlässlich dieses Jubiläums. Leo, schön, dass du da bist. Du bist ein bisschen in der Sonne. Im Schatten kannst du leichter schlafen, wenn der Pfarrer predigt. Ja. Der Leo hat vor kurzem seinen 50er gefeiert. Und wenn du zurückschaust, lieber Leo, auf das, was dir besonders wichtig war in deinem Leben und vor allem auch, vielleicht magst du ganz kurz berichten, wie es zu diesem Schicksal gekommen ist, dass du im Rollstuhl sitzen musst. Bitte. Okay, herzlichen Dank. Ich möchte Kalle recht herzlich begrüßen. Danke für die Einladung. Ja, ich hatte vor knapp 33 Jahren einen Autounfall, war damals 17 Jahre alt als Beifahrer und bin seit dem Zeitpunkt querschnittgelähmt und eben seit über 32 Jahren mit dem Rollstuhl unterwegs, aber es geht ganz super. Wie es immer wieder lest und hört, man kann auch trotzdem als zu Sitzender sehr viel machen. Auch im Büro sitzt die auch selbst oft. Also man muss nicht immer nur stehen können. Das Hirn muss halt halbwegs funktionieren, dann geht es noch halbwegs. Gell? Und mein Unfall war eben am 8. Oktober 1983, wie gesagt. Und mir ist es einfach wichtig oder gewesen, die letzten Jahre und die letzte Zeit, für Menschen etwas zu tun, denen es nicht so gut geht wie uns und die einfach die Möglichkeit nicht haben, alleine was zu unternehmen, alleine einen Ausflug zu machen, auf Urlaub zu fahren und so weiter. Einfach, das ist unsere Geschichte der Behinderten-Selbsthilfegruppe Hartberg, einfach zu helfen, nicht nur zu reden und nichts zu tun, wie es oft unsere großen Politherren machen. Viel reden und wenig tun, das ist eigentlich nicht meine Sache. Wer mich kennt, der weiß, wenn ich was sage oder was machen will, dann mache ich das auch meistens. Dank vieler freiwilligen Helfer und Sponsoren gelingt uns das auch meistens. Danke. Ja, lieber Leo, ganz eine großartige Aussage, diese Bereitschaft, Menschen mit ähnlichem Schicksal zu helfen, sich zu verknüpfen, zu vernetzen. Du wirst das immer wieder wahrscheinlich erleben und wir werden es vielleicht da und dort auch erleben, dass manchmal so eine gewisse Unsicherheit herrscht von uns, scheinbar nicht Behinderten, scheinbar Gesunden, wenn wir einen Rollstuhlfahrer begegnen oder eine andere Form von Behinderung. Wie erlebst du das und welche Tipps und Impulse könntest du uns da mitgeben? Also in erster Linie ist eigentlich Angst dabei bei den Menschen, dass sie irgendwas falsch machen können, wenn man behilflich ist und wenn man helfen sollte oder will. Also ein Tipp von mir ist einfach hingehen und fragen, ob man helfen kann oder helfen soll. Wenn es steil bergauf geht, in der Fußgängerzone in Hartberg zum Beispiel, also wenn mich eine Frau fragt, werde ich immer sagen, dass ich Hilfe brauche. Gell? Bin ja auch ein Mann. Aber sonst natürlich versucht man so viel wie möglich alleine zu machen. Aber am besten ist einfach hingehen zu fragen, soll man helfen? Wenn der Mensch sich selbst quälen will, dann soll er das selbst machen. Bitte nicht aufdrängen. Am schlimmsten ist, wenn hinten wer hinläuft und angreift und einfach anschiebt. Das ist eine Katastrophe. Und ich kann euch nur sagen, fürchtet euch nicht, wir sind auch nur Menschen. Okay? Und wir bemühen uns einfach gemeinsam etwas zu machen und bitte keine Extrabehandlungen,
für Menschen mit Einschränkungen, die irgendein Problem haben, einfach ganz normal behandeln wie jeden anderen Menschen auch. Das wäre uns eigentlich das Liebste. Super, Leo. Da verbindet uns auch wieder Pfarre und deine Arbeit etwas. Ich freue mich auch, wenn Frauen mitarbeiten in der Kirche. Und du hast auch für mich geschaut. Wunderbar. Ja, lieber Leo, vor 35 Jahren kam es zur Gründung der BSG, der Behinderten-Selbsthilfegruppe Hartberg. Wie ist das geworden? Vielleicht ganz kurz. Und vor allem, was sind die Ziele dieses Vereines? Geht schon wieder. Naja, wein. Unser Verein hat sich super entwickelt. Wir haben mit Hilfe von vielen freiwilligen Helfern, Sponsoren 1980 begonnen. Damals bis 1989 waren wir in diversen Geschäftslokalen und privaten Räumlichkeiten stationiert, sage ich einmal. Und ich bin dann am 1. Februar 1989 habe ich begonnen als Büromitarbeiter. Da haben wir das erste Büro für unseren Verein bekommen am Welsplatz 1. Und seitdem haben wir eigentlich immer ein Büro gehabt, sind ein paar Mal gesiedelt aus finanziellen Gründen und auch aus räumlichen Gründen, weil einfach das oft zu klein geworden ist. Wir hatten damals eben mich als Büromitarbeiter von 89 bis 90 und haben, ich bin seit 93 selbst jetzt Obmann und mittlerweile Präsident und wir haben jetzt zwei Büromitarbeiterinnen und ein Lehrmädchen, die im Rollstuhl fährt, die Michaela Ornhofer, sie ist eh heute da auch. Wir haben mir die Möglichkeit gegeben, dass sie einen Bürokauffrau-Beruf lernen kann. Und das geht auch nur mit Hilfe von vielen Sponsoren und vielen Unterstützern, auch das Land und die Gemeinde. Die Gemeinde ist jetzt nicht so gut bei Fuß, weil sie einfach nicht viel Geld haben momentan. Aber es ist nicht so tragisch. Wir holen uns heute ein bisschen mehr vom Land deswegen. Aber es gelingt uns immer wieder, Gott sei Dank, dass wir das alles finanzieren können und zusammenhalten mögen. Und daher auch ein herzlicher Dank an alle. Okay. Lieber Leo, wenn du nach vorne blickst in die Zukunft, was sind so deine Wünsche, auch konkret schon ein bisschen angedeutet, ja auch für die Behinderten-Selbsthilfegruppe und ihr habt hier ganz tolle auch Projekte und Ideen derzeit gestartet, vielleicht magst du die abschließend noch ein wenig vorstellen, bitte sehr. Okay, ich würde mir wünschen, nicht, dass es besser wird in den nächsten 50 Jahren, weil 50 habe ich jetzt gehabt, das wünsche ich mir gar nicht, wenn es so bleibt, ist sehr okay. Ich würde mir nur wünschen von uns allen, dass wir ein bisschen mehr toleranter werden, und einfach mehr aufeinander zugehen und zufriedener vor allem. Die Menschen müssen lernen, ein bisschen zufriedener zu sein. Ein Schnitzelsmittag ist oft schon einmal genug, nicht? Man muss ja schon mehr haben. Nicht? Also einfach Zufriedenheit, glaube ich, ist einmal ganz ein wichtiger Punkt. Und dann wünsche ich mir, dass wir uns noch einige tolle Projekte umsetzen können in den nächsten Jahren und etwas weiterbringen für Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns. Und unser neues Projekt, was der Joe angesprochen hat, ist das Projekt Lebenslauf. Das habt ihr sicher schon gelesen in den Medien, Zeitungen. Es wird jetzt auch noch Fernsehberichte geben und so weiter, wir werden das ordentlich durchstarten. Es gibt vorne bei unserem Stand auch Informationen und am Nachmittag werden auch vier hübsche Dirndln durchgehen und diese Pins anbieten und verkaufen. Mit 7,50 Euro seid ihr dabei und unterstützt unsere Projekte und unsere Vorhaben, beziehungsweise auch Menschen aus der Region Hartberg und Steiermark, die wir mit diesem Erlösen unterstützen möchten. Eben Leuten, denen es nicht so gut geht wie uns. Dankeschön fürs Dabeisein. Herzlichen Dank an den Herrn Dechand und an euch alle, dass ihr da seid. Ja, lieber Leo, dir auch einmal ein ganz herzliches Danke für diesen präzisen, aber wichtige Information. Auch was die finanzielle Seite betrifft, haben wir auch schon geredet miteinander und gesagt, heute Nachmittag findet ja die große Autosegnung statt. Und da ist es ja auch so Brauch und üblich, dass die Kfz-Lenker ein kleines Schärflein beitragen und alles, was da reinkommt bei der Autosegnung rundherum wollen wir dir und deiner Gruppe als Dankeschön, als Präsent und als Bitte für eure Solidarität weiterhin mitgeben. Ja. Es gibt auch die neue Vereinschronik, 35 Jahre Behindertengruppe Hartberg, ist vorne bei uns erhältlich für eine freie Spende. Wenn einer keinen Euro mit hat, muss er auch keinen einschmeißen. Aber jäbern soll es halt nicht zu viel. Danke. Ja, er hat schon viel gelernt von der Kirche. Ja. Da warst du es auch schon. Das Wichtigste ist das Gebet. Gebet, Gebet. Gut, lieber Leo, so schnell lassen wir dich nicht weg. Nochmal, wie gesagt, herzlichen Dank für diese Informationen, vor allem, was du und deine Gruppe leistest für Menschen mit ähnlichem Schicksal, mit Behinderung. Alle, die zu Hause oder auch sonst wo der Verwandtschaft Menschen haben, mit mehr oder minder größeren oder kleineren Behinderung, wissen, wie dankbar wir sind und sein dürfen, wenn da Leute da sind, die zupacken, die helfen, die angreifen. Aber jetzt ganz persönlich zu dir. Du hast vor kurzem deinen 50er
gefeiert. Und der Herr Diakon hat schon ein kleines Präsent. Einerseits sind das einmal ein paar Flaschen Wein, bitte, nicht auf einmal austrinken. Weißt du, ich weiß nicht, der Herr Polizeikommandant, wenn er zu viel auf einmal mit dem Rollstuhl durch die Gegend geht, wie viel Promille er da haben darf, das weiß ich nicht. Aber dir wünschen wir auf jeden Fall viel Freude, Lebensbauer und Gottes Kraft und Segen. Und gemeinsam wollen wir für ihn ein Geburtstagsständchen singen mit dem Sonnengesang. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Freude sei auch mit dabei. Viel Glück und viel Segen, viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Sei auch mit Freude. Ein Applaus für Leo Birrer und seinen Team. Wir wollen jetzt unsere Fürbitten sprechen. Guter Gott, wir nehmen maßlos aus Luft und Meer und von der Erde. Wir bitten dich um Geduld, Kraft und Weitsicht, dass wir lernen, so zu leben, dass alle anderen auch leben können, nach uns und mit uns. Wir bitten für Menschen, die anders sprechen, spüren, hören und sehen. Lass sie Menschen finden, die sie lieben, annehmen und ihnen Stütze im Leben sind. Guter Gott, schenke allen Kindern einen schönen Sommer und erholsame Ferien. Erfülle die neuen Oberministranten immer wieder mit Freude für ihren Dienst am Altar und stärke sie und alle Jugendlichen mit Mut für neuen Abend. Für neue Aufgaben und Herausforderungen. Wir bitten dich für alle Verstorbenen. Nimm sie in deine barmherzigen Arme auf und schenke ihnen das ewige Leben. Wir bitten dich, Herr. Angst und Drams, die mitten ins Leben. Mami, es hat dir finden, dass die nicht gehen. Du bist ganz was Besonderes, bist so unverwechselbar, so glasklar. In Sonn, Wind und Regen, ein Lebensbaum. Sonn, Wind und Regen, da liegt der Traum, aber ein Sturm hagelt und das gute Gefühl für dich, das bleibt in Sonn, Wind und Regen. Er wende dir sein Angesicht und sein Erbarmen zu. Der Herr sei mit euch. Und so segne und beschütze euch und all eure Familienangehörigen. Es segne besonders die Traurigen, die Leidenden, die Einsamen und Kranken. Es segne euch der gute Gott. Er schenke euch Freude in eurem Herzen, Hoffnung und Zuversicht in eurem Leben. Auf die Fürsprache der himmlischen Mutter im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.